Einen wunderschönen guten Abend am Montag bei Ihrem Journal. Ja, stürmische Grüße zu Ihnen nach Hause, denn der Sturm, der hat nicht nur ganz Deutschland, auch bei uns in der Region mächtig geblasen und auch einiges verursacht. Unser Themenschwerpunkt heute im Journal am Montag. Wie eben gesagt, stürmische Zeiten. Der Orkan Sabine ist heute über die Region hinweggefegt und hat vielerorts für Chaos gesorgt. Außerdem erste Schadensbilanz. Die Polizei Ravensburg und der Stadtförster von Bad Waldsee sind gleich bei mir zu Gast im Studio. Und natürlich blicken wir auch auf das Wetter der nächsten Tage. Es hat sich zwar ein bisschen beruhigt, aber das Wetter bleibt windig und vor allem extrem wechselhaft. Mit in den Höhenlagen bis zu 130 Stundenkilometern ist sie durch die Landkreise gefegt und hat so unter anderem für Stromausfälle, Einstellung des Zug- und auch des Schiffsverkehrs sowie Schließung zahlreicher Schulen und Kitas gesorgt. Was Sabine sonst noch bei uns in der Region angerichtet hat, hier kommen die Infos und die Bilder für Sie. Überall in der Region hat Orkan Sabine für Chaos gesorgt. Im Landkreis Ravensburg kam es am Morgen zu einem schweren Unfall auf der A96 auf Höhe Neu-Ravensburg Richtung Memmingen. Nach Informationen der Polizei ist ein Lastwagenfahrer zwischen Fahrzeug und Leitplanke eingeklemmt worden, nachdem er zuvor versucht hatte, eine Abdeckplane zu befestigen. Diese hat sich möglicherweise durch den Wind gelöst. Wegen des Sturms war die A96 bis ca. Mittag auch bei der Anschlussstelle Wangen Nord in südlicher Fahrrichtung gesperrt. Der Grund waren umgestürzte Bäume. Diese sorgten auch für zahlreiche Stromausfälle in der Region. Laut Netze Baden-Württemberg fehlte seit Sonntag in rund 40 Haushalten der Strom. Die Feuerwehr rückte bis 13 Uhr zu 177 Einsatzstellen aus. Auch Reisende mit der Bahn hatten heute Morgen in Ravensburg Probleme. Der Plan war jetzt Busfahren, aber der nächste Bus fährt erst um 9 Uhr. Bis ich dann da bin, kann ich wieder gehen. Also versuche ich jetzt die Rektorin zu erreichen, aber da ist immer belegt. Wahrscheinlich werden ganz viele Schüler auch nicht kommen. Die ganzen Züge sind jetzt ausgefallen und ich sollte eigentlich zur Arbeit heute. Auf dem Bodensee wurde am Morgen der Schiffsverkehr eingestellt. Zunächst verkehrte der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz durch die Bodensee-Schiffsbetriebe nicht mehr. Ab 9 Uhr stellten dann auch die Fähren Konstanz-Meersburg und Friedrichshafen-Romanshorn die Betriebe ein. Grund dafür waren laut den Stadtwerken Konstanz die hohe Windstärke und die damit verbundenen Wellen. Beides verhindere eine sichere Einfahrt in die Häfen. Auch am Dienstag bleibt für den Bodensee-Schiffsverkehr eine akute Sturmwarnung bestehen. Am gesamten deutschen, schweizerischen und österreichischen Bodenseeufer stehen Warnleuchten bereit. Am Bodensee Airport fiel ein Flug von Frankfurt aus. Ein weiterer hatte Verspätung. Die Zahl der Feuerwehreinsätze blieb laut Angaben der Stadt niedrig und beschränkte sich meist auf herabgerissene Äste oder umgestützte Bäume. Das galt auch für die Landkreise Tuttlingen und Rottweil, auch wenn die Zahl der Einsätze vor allem im Norden des Landkreises Rottweil hoch war. Im Großen und Ganzen wurden rund 200 Einsätze im Landkreis Rottweil abgearbeitet. Es handelt sich meistens um umgestürzte Bäume. Es gab einige kleine Teile, einige Dächer, die leicht abgedeckt wurden. Einige Gartenhäuschen, die vom Winde verweht wurden. Aber im größten Fall war es im Prinzip durch den Sturm umgestürzte Bäume, Geröll, das auf den Straßen lag. Im Landkreis Trossingen hatte wegen Sabine die Realschule geschlossen. Am Immanuel-Kant-Gymnasium war laut einem Bericht der Schwäbischen Zeitung etwa die Hälfte der Schüler anwesend. In zahlreichen anderen Schulen fiel der Unterricht aus. Liebe Zuschauer, wir sind zurück im Journal am Montag und wir machen weiter mit unserem Themenschwerpunkt zum Sturmtief Sabine. Bei mir zu Gast im Studio jetzt Sarah König, sie ist die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums in Ravensburg, und Martin Nuber, er ist Stadtförster seit 11 Jahren im benachbarten Bad Waldsee. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Und gleich an Sie, die Polizei, die Frage, wie ist denn die aktuelle Lage jetzt am Ende des Tages? Ja, der Sturm Sabine hat uns heute den ganzen Tag über gut auf Trab gehalten. Wir, also die Polizei, sowohl die Rettungskräfte, wir waren gut beschäftigt. Und dementsprechend können wir jetzt zum Ende des Tages sagen, dass die Lage etwas entspannt hat, aber wir wirklich sehr viel zu tun hatten. Wie sieht es bei den Straßen aus? Gab es da Entwurzelungen von Bäumen, Unfälle und so weiter? Ja, das war eigentlich der Einsatzschwerpunkt. Vor allem im Landkreis Sigmaringen hatten wir wirklich einen Schwerpunkt, sehr viele Bäume, die umgestürzt sind und Äste, die heruntergefallen sind, sodass die Straßen dementsprechend blockiert waren. Vieles ist immer noch nicht geräumt. Für die Einsatzkräfte, vor allem die Straßenmeisterin, ist es auch aktuell noch zu gefährlich, dort reinzugehen und zu räumen. Mhm. Gab es konkrete auch schwerere Unfälle? Ja, also wir haben über 20 Unfälle, auch aufgrund des Wetters. Zwei davon waren auch wirklich schwerer. Wir hatten gleich am Morgen einen im Raum Bad Waldsee, wo eine Dame
gegen einen Baum gefahren ist, der auf der Straße gelegen ist. Sie ist Gott sei Dank nur leicht verletzt worden. Und dann gegen Mittag hat man noch einen schwereren Unfall auf der Autobahn A96 zwischen Wangen und Weißensberg. Dort sind 3 LKWs ineinander gefahren und 2 Männer dabei schwer verletzt worden. Und das kann man auch auf den Wind zurückführen, diesen Unfall? Ja, bei dem Unfall war es so, dass ein LKW-Fahrer, bei dem ist die Plane weggeweht des LKWs und er wollte dort auf dem Seitenstreifen anhalten, um die Plane wieder richtig zu montieren. Ein zweiter LKW-Fahrer hat angehalten, um dem Mann zu helfen und der dritte LKW hat es zu spät bemerkt und hat die 2 LKWs gestreift und dabei einen der Männer gegen die Leitplanke gedrückt und eingeklemmt und den zweiten eben im Fahrzeug verletzt. Das ist natürlich tragisch, aber insgesamt, glaube ich, ist der Sturm glimpflicher verlaufen, als wir alle gedacht haben, auch als die Polizei gedacht hat. Ja, Gott sei Dank muss man sagen, wir waren auf Schwereres eingestellt und von dem her sind wir eigentlich mit dem Verlauf soweit zufrieden. Mhm. Danke fürs Erste, Frau König. Herr Nuber, mit dem Verlauf des Sturms zufrieden, wie ist denn heute Morgen Ihre erste Amtshandlung gewesen, als Sie wussten, das Gröbste ist jetzt hinter uns. Was haben Sie als Erstes gemacht? Ja, die erste Amtshandlung war mal, die Waldarbeiter anzurufen. Man hat ja gewisse Fürsorgepflicht auch, die mal vom Dienst zu befreien, aber in Bereitschaft zu halten, falls irgendwas Kritisches wäre. Also kritisch ist bei uns in Bad Waldsee vor allem, wenn Bäume das Wildgehege beschädigt haben. Dann müssen wir schauen, dass die Tiere nicht davorlaufen und dann auf der Straße umeinander springen. Ansonsten ja, Waldarbeiter mal zu Hause lassen, Gehegewart angerufen, dass er zu Hause bleibt und nicht in den Wald geht und die Tiere füttert. Und das war im Nachhinein auch sehr, sehr gut, weil genau da, wo der Gehegewart normalerweise das Futter richtet, fürs Wildgehege Bad Waldsee, ist eine riesige Fichtenkrone aus über 25 Meter Höhe runtergekracht und ist genau da gelegen. Also viel Glück gehabt. Und ja, zum Glück nichts passiert. Also auch von Ihnen beiden wahrscheinlich die Warnung, bloß auch in den nächsten Tagen. Wir werden es gleich in der Wettervorhersage noch hören, dass das Wetter sich noch nicht beruhigt hat. Nicht in den Wald gehen, weil da immer noch mal was nachbrechen kann. Unbedingt, weil es ist halt zu beobachten, dass praktisch bei diesem Sturm ganz anders wie bei Sturm Lothar, da war alles gerichtet, da kam der Wind aus einer Richtung und da ist alles auch wirklich gerichtet im Waldgelege. Jetzt kann man beobachten, dass die Bäume im Umkreis von 50 Metern in alle 4 Himmelsrichtungen liegen, wo der Wirbel gerade hintroffen hat. Viele Bäume sind auch regelrecht bloß abdreht. Und das ist vor allem im Laubholz, wenn man so Zwieselbildung hat, sehr kritisch. Da sind viele Zwiesel angerissen, die sind noch oben. Und wenn jetzt der Wind auch bloß minimal aus einer anderen Richtung kommt, dann drohe die auch im Nachhinein auch mit weniger Wind noch runterzubrechen. Also die Gefahr besteht sicherlich nur die nächsten 2 Wochen im Wald. Ja, okay. Wie ist denn, sag ich mal, gibt es eine Schadensbilanz in Ihrem, Sie haben 600 Hektar Wald, um die Sie sich kümmern. Gibt es da eine erste Bilanz, die Sie jetzt schon ziehen können? Keine Ahnung, ein paar hundert Festmeter, die jetzt umgestürzt sind? Also wir haben natürlich jetzt noch keine Bestandsaufnahme machen können, weil das auch für uns sehr viel zu gefährlich wäre, jetzt sich im Wald zu bewegen. Aber was man so sieht von der Straße aus, muss man schon sagen, es sind mindestens 1000 Festmeter Sturmholz, die im Wald liegen. Und 1000 Festmeter, der Festmeter kann man im Durchschnitt mit vielleicht 72 Euro rechnen. Dann kann man sich das ja ausrechnen, was man dann Schaden hat. Also man kann da wirklich sagen, wir haben jetzt sehr viel Arbeit. Und wenn man dann alle Kosten abzieht, weil auch die Aufarbeitung sehr viel aufwendiger und kostenintensiver ist, haben wir wahrscheinlich sehr viel Arbeit und am Strich guckt nichts raus. So viel also quasi auch der wirtschaftliche Aspekt für jemanden, der sich um den Wald kümmern muss. Ich danke Ihnen beiden herzlich, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Wir wünschen, dass weiterhin keine Schwerverletzten oder gar Tote zu beklagen sind. Und liebe Zuschauer, Sie bleiben bitte aus dem Wald weg. Herr Nuber hat es gerade gesagt, die nächsten 2 Wochen droht da noch Gefahr, dass das ein oder andere umstürzen könnte. Wir machen jetzt weiter mit meinem Kollegen Haas. Er hat die Wetteraussichten für die nächsten Tage für Sie. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Wetter hier bei Regio TV. Das war ja wirklich jetzt eine wilde Geschichte mit dem Sturm. Dramatische Szenen durch die sehr hohen Windgeschwindigkeiten. Aber die gute Nachricht ist, das Wetter wird sich beruhigen. Es gibt zwar immer noch kräftige Böen, aber nicht mehr von dieser sehr gehobenen Kategorie. Und am Dienstag verbreitet immer noch ein paar Schauer. Das ist meistens Regen oder Graupel, der aus den Wolken fällt. Aber zwischendurch
gibt es auch lange trockene Abschnitte. Und zum Glück schützt der Schwarzwald den Stuttgarter Raum immer so ein bisschen. Man liegt mal so im Schutz, also im Lee dieses Gebirges. Und dadurch kommt im Stuttgarter Raum in Sachen Schauer nur sehr wenig an. Und es wird auch relativ warm mit teilweise an die 7 Grad in Stuttgart eben. Und oben im Schwarzwald gibt es eben diese Graupel- und teilweise auch Schneeregenschauer. Dort ist es entsprechend eine Nuance kühler. Und die Schauer häufen sich vor allem auch entlang der Schwäbischen Alb. An der Donau kann es örtlich ein paar Tropfen geben, aber auch dort ist es lange Zeit trocken und ab und zu ist die Sonne auch mal zu sehen. Richtung Bodensee geschaut, da sind die Wolken etwas dichter und kompakter. Dort halten sich auch immer wieder mal ein paar Schauer, aber zwischendurch auch dort ist es kein Dauerregen. Immer wieder trockene Phasen und wenn die Sonne kurz rauskommt, steigt die Temperatur auf 3 bis 6 Grad. Das ist auf jeden Fall viel zu warm für die Jahreszeit. Dann geht es wechselhaft durch den Mittwoch. Donnerstag ist lange trocken, Nacht auf Freitag dann Regen, der am Freitag wiederum abzieht. Am Wochenende wird es dann relativ sonnig und warm, am Sonntag eventuell stürmisch. Ihnen eine gute Zeit. Also, das Wetter treibt weiterhin seine Kapriolen, auch wenn es ein bisschen ruhiger wird in Sachen Wind in den nächsten Tagen. Das war das Journal am Montag. Wir melden uns natürlich morgen wieder, wahrscheinlich mit weiteren Meldungen rund um den Sturm Sabine und natürlich auch den Wetteraussichten für die zweite Wochenhälfte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und vor allem ruhigen Abend. Bis morgen. Tschüss.